Ich glaube, man muss einmal ein großes Kompliment an Kathi Rull machen, dass sie das Josefi-Treffen ins Leben gerufen hat. Das Josefi-Treffen 2016 hat heuer schon zwei Tage früher, am 17. März, stattgefunden. Über 50 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener sozialer Vereine und Organisationen haben sich wieder einen Nachmittag lang ausgetauscht. Die Not und Armut in Tirol wird größer und so, wenn mehrere miteinander sich vernetzen, glaube ich, kann man sehr gezielt den Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Dass wir das zusammengebracht haben, dass sich die Sozialvereine so vernetzen, gerade in der heutigen Zeit, wo es immer mehrer wird und immer mehrer wird und immer noch schwieriger wird wie in einzelnen Vereinen. Und so ist es jetzt es ist schon eine kleine Familie geworden und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir versuchen auch von der Arbeiterkammer ein bisschen das zu organisieren, ein bisschen da beizustehen und ein bisschen zu koordinieren. Das Thema leistbares Wohnen war auch heuer wieder ein Schwerpunkt. Erste Impulse nach der Resolution 2015 sind erfreulich, aber die zentralen Forderungen sind noch lange nicht erfüllt. Vor allem die Gemeinden sind gefordert. Wenn es gelänge, dort die jungen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und vielleicht auch viele, möglichst viele Bürgermeister dazu zu bewegen, oft jahrzehntelange Versäumnisse, ich sage jetzt nur Mietpreis, also die Obergrenzen oder die, also die Förderungen und so weiter, endlich auf Schiene zu bringen, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Das ist wirklich das dringendste Thema. Zu diesem Thema hat Alois Leiter eine neue Studie ausgearbeitet. Nach dem 2015er Ergebnis, dass Baukosten bis zu 15% billiger sein könnten, sieht der Wohnexperte heuer ebenfalls die Gemeinden in der Pflicht. Dass die Gemeinderäte vor Ort aktiv Grundstückspolitik betreiben und nicht erst warten, bis jemand auf sie zukommt. Dann gibt es zum Beispiel die Widmung der Vorbehaltsflächen, es gibt die Zusammenarbeit mit dem Bodenfonds und andere Dinge mehr. Diskutiert werden beim Josefi-Treffen auch viele weitere Probleme der sozialen Einrichtungen. Von Arbeitslosigkeit bis zur Schuldenberatung, die jährlich für rund 600 vom Privatkonkurs betroffene Menschen einen Sanierungsplan ausarbeitet. Aber wir könnten in Tirol weit über 1000 solche Verfahren produzieren jedes Jahr, seien uns 600, weil die Kapazitäten leider nicht da sind, um alle zu betreuen, die es bräuchten. Andere Sozialberatungsstellen sind im kommenden Jahr von bis zu 17% Budgetkürzungen bedroht. Das wäre fatal, das würde so viele Menschen treffen. Wir haben heuer allein im Dovers und Chill Out über 2500 Personen in der Beratung gehabt, wo es um existenzielle Themen geht wie Wohnen, Mindestsicherung, Geld zum Leben und Arbeit. Und das wären fatale Auswirkungen. Es bräuchte eigentlich im Gegensatz dazu schon lange einen Ausbau. Vor allem in den Bezirken gibt es wenig bis gar nichts an Sozialberatungsstellen. Weitere brisante Themen werden von der Josefi-Runde auch im Rahmen kleinerer Zwischentreffen erörtert.